Moin zusammen. Gerade im Jahr 2020 war das Thema Homeoffice für uns alle eigentlich omnipräsent. Ja, jeder brauchte Headsets, Webcams und vielleicht sogar am Ende Konferenzlautsprecher und Videokonferenzsysteme. Um da mal so einen kleinen Dreh reinzukriegen, einfach weil ganz viele neue Produkte den Markt geflutet haben, haben wir hier den Coolpo AI Huddle Panner Konferenzlautsprecher mit 4K HD Kamera. Liegt preislich, würde ich mal sagen, so in der Mitte. Hat einige spannende Features, sowohl außen als auch im technischen Innenleben. Und ich packe den gleich mal aus, schaue, was da alles so drin ist. Und wir gucken uns nachher natürlich auch noch an, was der Lautsprecher dann am PC so alles kann. Erstmal müssen wir natürlich die Folie entfernen. Und einmal hier oben. So, oh, das geht schon. Das kommt hier wieder weg. Und weg damit. Der Karton immer noch formschön. Ihr seht hier vorne schon, da ist so eine kleine Vorschau, was uns denn erwartet. Und dann holen wir den einfach mal raus. Das ist wieder so ein bisschen dieser, ich nenne das ja immer den Apple-Moment. Ja, wenn man hier so diese kleinen Kartonteile hier rausholen kann. Ich nehme den Karton einfach mal ein bisschen zur Seite, damit man sehen kann, was ich hier raushole. Ein Karton ist leer, der ist nur zum Füllen da. Den anderen öffnen wir und finden ein USB-Kabel. Und zwar ein USB 3.0-Kabel, wie man hier unschwer erkennen kann. Eine Anleitung ist natürlich auch mit dabei. So, und jetzt wird es richtig spannend. Noch ein bisschen Schaumstoff. Noch ein bisschen mehr Schaumstoff. Und da haben wir schon die Kamera. Ich packe die gleich auch noch richtig aus. Guck nur einmal rein, dass ich nichts vergessen habe. Nein. So, mal gucken, das bestimmt. Da ist nur zugefaltet. Und da haben wir jetzt den eigentlichen Star unserer heutigen Sendung. Noch ein weiterer Apple-Moment übrigens. Wir können hier die Folie von dieser schönen glänzenden Oberfläche entfernen. Ah, schön. Wunderbar. Da ist also alles, was sich in diesem Paket befindet. Wie gesagt, USB-Kabel, Anleitung und die Kamera. Jetzt werdet ihr denken, ja, ich brauche ja vielleicht auch noch ein Netzteil. Ne? Das Ding braucht ja auch noch Strom. Das kriegt ihr, wenn ihr das bei uns kauft, übrigens noch mit dazu. Das kommt dann in so einem kleinen Extra-Karton. Der befindet sich nicht mit in dem Kamerakarton, sondern wird außen einfach nochmal dran gepappt. Aber bekommt ihr auf jeden Fall mit bei. Ich finde, hier so auf dem Tisch macht das Ding auf jeden Fall einen sehr schönen Eindruck. Design ist, wie gesagt, formschön. Es ist relativ schlank. Ich hebe es mal hoch. Es ist, ich würde behaupten, auch ordentlich schwer. Also macht einen wertigen Eindruck. Was mir jetzt direkt auf den ersten Blick auffällt, was ich nicht ganz so schön finde, ist hier oben diese Abdeckung, diese Gummiabdeckung. Darunter verbirgt sich unsere Fisheye-Kamera. Diese 360-Grad-Kamera, die ich benutzen kann, um eben einen ganzen Besprechungsraum wirklich abzufilmen. Ist eben nur abgedeckt mit dieser Gummiabdeckung zum Drauflegen. Hätte man schöner lösen können, ist aber, wie ich finde, jetzt nebensächlich. Die kommt hier auch erstmal weg. Eine weitere Folie. Zu den äußeren Daten nochmal. Man sieht hier, wir haben hier einmal den Anschalter am Ende. Wir haben hier noch eine Anzeige für das Mikrofon und wir haben hier diese beiden Touch-Knöpfe, mit denen wir lauter leiser stellen können. Und diese Mikrofonanzeige ist gleichzeitig auch die Taste zum Stummschalten. Mehr Knöpfe habe ich an dieser Kamera auch nicht. Man sieht unten, vielleicht kann man es hier ein bisschen einfangen, da habe ich dann meine Anschlüsse. Einmal den Stromanschluss hier unten direkt drin und einmal noch den USB 3-Anschluss. Um das Ganze mit dem PC zu verbinden. Die Kabel kann ich hier unten sauber verlegen und durch diese Aussparung nach außen führen. Also auch da alles schick dann auf dem Tisch. Man sieht es vielleicht schon ein bisschen, das Gehäuse ist sehr empfindlich für Fingerabdrücke. Es ist auch nur Kunststoff, also es ist kein Aluminium, kein Metall. Von der Verarbeitung her trotzdem alles super. Also auch wenn es vielleicht jetzt nicht das hochwertigste Material ist, an dem Kunststoff hier selber gibt es nichts zu meckern. Auch die Spaltmaße passen, das haben wir bei manchen Geräten auch schon anders gesehen. Alles schick. Der Lautsprecher hier unten, den könnt ihr sehen, das ist wie erwähnt ein 360-Grad-Lautsprecher. Der strahlt also wirklich den Ton in alle Richtungen aus.
Und ich habe in dem Lautsprecher auch insgesamt 4 Mikrofone, um eben während einer Besprechung auch alles einzufangen, was denn außenrum so gesagt wird. Das eigentliche Highlight für mich ist aber neben dem Mikrofon wirklich diese 360-Grad-Kamera. Es gibt Modelle, da habe ich auch eine 360-Grad-Kamera, die hat aber ein mechanisches Teil, in der Regel fährt so ein bisschen raus aus dem Gehäuse und nimmt dann erst auf. Hier habe ich diese Kamera wirklich freiliegend und Vorteil dabei ist, dass es eine Art Bildverfolgung gibt. Also nicht nur in der technischen Seite innerhalb des Geräts, sondern auch in der Software und wie ich das später benutzen kann, habe ich nützliche Features wie eben diese Bildverfolgung. Heißt, ich bin in einem Besprechungsraum mit 6 Leuten und immer der, der gerade spricht, wird dann auch wirklich groß von der Kamera in das Visier genommen. Die nimmt dauerhaft 360 Grad auf, in 4K übrigens, und zieht immer den Sprecher dann auch wirklich groß aufs Bild, sodass ich sehen kann, wer aktuell auch was zu sagen hat. Und wenn sich das verändert, dann ändern sich auch diese Bildausschnitte. Das kann ich auch ändern. Die Coolpo hat den Vorteil, dass sie Plug-and-Play-fähig ist. Heißt, ich schließe sie an, warte, bis sich automatisch der Treiber installiert, wähle mal die Meeting-Software aus, wähle die Coolpo als Audio- und Video-Device aus und das war's. Ne? Dann ist alles fertig eingerichtet. Ich habe aber die Möglichkeit, über den eigenen Treiber, den der Hersteller auch mitbringt, noch so Sachen anzupassen, wie eben diese Bildverfolgung. Möchte ich das überhaupt? Oder möchte ich lieber die Bildschirme einzeln dann auch wirklich sichtbar haben, sodass es aussieht, als ob jeder seine eigene Webcam hat? Möchte ich eine Tabuzone zum Beispiel einrichten? Gibt es etwas in meinem Raum, was gar nicht gefilmt werden soll? Vielleicht auch im Homeoffice, ne? Dass ich hinten in der Ecke irgendwas stehen habe, was auf jeden Fall niemand sehen möchte. Das kann ich auch alles einrichten. Ich kann Kontrast einstellen, Farbe einstellen, Sättigung. Also hier habe ich wirklich die Möglichkeit, meine Konferenzkamera entweder Plug-and-Play-fähig einfach anzuschließen oder je nach Belieben dann auch noch zu konfigurieren. Was wegfällt, ist wirklich eine unnötige Kalibrierung und Ausrichtung innerhalb des Raums, einfach weil die Kamera sowieso immer 360 Grad aufnimmt. Einmal noch ganz kurz auf den Lautsprecher. Der ist hier unten ja schön groß, auch mit diesem Textilbezug nochmal. Hier oben haben wir, wie gesagt, dieses 360-Grad-Mikrofon um die Linse herum. Ich habe da immer ein bisschen Vorbehalte, ne, dass der Ton so ein bisschen blechern ist, dass man das eigentlich nicht immer 100% versteht, was der andere zu sagen hat, dass diese Geräuschunterdrückung nicht immer funktioniert. Dieses Problem haben wir hier so gut wie nicht. Durch diese Mikrofone, die hier drin sind, die sind insoweit smart, dass sie eben versuchen, wirklich den Sprecher immer hervorzuheben und Umgebungsgeräusche zu reduzieren. Auch der Lautsprecher hat ausreichend Power, dass man auch in einem größeren Besprechungsraum noch sich gut verstehen kann. Also auch da alles so, wie es sein soll. Was ich sehr schön finde, ist, dass wirklich jede Menge Meeting-Programme unterstützt werden. Durch diese Plug-and-Play-Fähigkeit kann ich, egal ob ich mit Skype oder mit Google Hangouts oder mit Zoom oder mit Cisco WebEx, mit was man auch immer arbeitet, egal ob im Büro oder zu Hause, alle diese Programme werden unterstützt. Dadurch, dass ich wirklich nur anschließe, Treiber installiere und fertig, kann ich das mit jedem dieser Softwarelösungen auch verwenden. Es gibt natürlich auch noch viele Alternativprodukte, zum Beispiel, ich hatte es vorhin schon angesprochen, das Kandao Meeting System ist ähnlich wie die Coolpo, also einfach ein schmales, schlankes Gehäuse mit einem 360-Grad Lautsprecher und einer 4K-Kamera, die auch aufnimmt. Nachteil, wie ich finde, von der Kandao ist, dass sie ein mechanisches Teil hat, weil diese Kamera als Periskop, nenne ich das jetzt mal, oben rausfährt und dann eben aufnimmt und nach Benutzung wieder versenkt wird. Ist ein wenig formschöner, aber kann natürlich auch mal schneller kaputt gehen. Da finde ich diese 360-Grad Fisheye-Kamera hier bei der Coolpo doch ein wenig angenehmer, auch wenn die Abdeckung nicht hundertprozentig mein Fall ist. Wenn man ansonsten ein richtig großes System sich aufbauen will, gibt es zum Beispiel von Logitech auch Lösungen, die dann eher in Richtung persönliche Webcam auch gehen. Wenn ich zum Beispiel nur ein Halbrund habe im Besprechungsraum, was ich aufnehmen möchte, dann kann man sich das vor den Monitor stellen. Nimmt dann nur 120 Grad auf und keine 360 Grad, aber ich kann das Produkt an sich halt auch noch erweitern mit Mikrofon, mit zusätzlichen Kameras und kann mir meinen Besprechungsraum oder mein Meetingplatz, den ich dann habe, so einrichten, wie ich das gerne hätte. Die Coolpo Panna ist für jeden geeignet, der eine
schnell und einfach zu installierende Plug-and-Play-Lösung sucht. Ich muss mich nicht groß rumärgern mit irgendwelcher Technik, ich muss nichts verkabeln, ich muss keine umständliche Software einrichten, das Ding nicht kalibrieren. Ich stelle das einfach in die Mitte des Tisches, schließe es an den PC an, starte meine Meeting-Software und es funktioniert. Natürlich habe ich zusätzlich noch die Möglichkeit, in der mitgelieferten Coolpo-Software dann auch Änderungen vorzunehmen, was das Bild oder die Tonaufnahme betrifft. Aber ich muss es nicht. Ich kann es auch einfach so benutzen, wie es ist. Deshalb, wie ich finde, auch einfach mal erschwinglich für zum Beispiel kleinere Betriebe oder Homeoffice, wo ich einfach eine Lösung suche, die nicht ganz so teuer ist und die am Ende auch einfach und schnell funktioniert. Die Coolpo sowie die ganzen Alternativprodukte verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, auf Kommentare freue ich mich sowieso und vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu betätigen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yo.